Skorpion, Wochenbotschaft für dich, für deine Energien, ältere Generation, ja, passt es an, Herzensmenschen, whatever you want. Okay, 27.11. bis 3. Dezember. Skorpione, jawohl, der Stier. Ja, die Erdenergie fängt schon an, hier zu vibrieren. Skorpion, es ist sehr, sehr schön zu sehen, dass du eine mittlerweile andere Frequenz bekommst, ja, du bist geordneter, du bist viel sicherer schon, ja, du hast immer noch mal auf der Arbeit vielleicht ein paar Thematiken, na gut, in der Liebe bist du vielleicht noch nicht ganz angekommen, ist aber nicht schlimm, du sortierst dich gerade, ja, für die, die schon angekommen sind, ihr habt eine unglaubliche Disziplin an den Tag gelegt und werdet auch noch eine Disziplin an den Tag legen, wo ich sage, Respekt vor den Skorpionen, die sind wirklich in einer anderen Frequenz. Es ist wichtig, dass du dein Potenzial dahin manövrierst, das Gute zu tun für dich und für die Umwelt, ja, aber dich auch nicht verarschen lässt. Das heißt, möchtest du in eine spirituelle Frequenz eintauchen, dann mach das, ja, dann zeige dein wahres, sensibles Ich auch und deine Feinfühligkeit. Möchtest du einen anderen Bereich kennenlernen oder bist du gerade dabei, in einem anderen Bereich zu sein, sei ein bisschen geordneter, disziplinierter, ein bisschen kälter halt, ja, zurückstoßender, zurückweisender, nicht ganz so auf wow, flaut, nein, sondern ein bisschen konzentrierter. Warum ist das so wichtig? Ja, normalerweise sind wir alle sehr Herzensmenschen, aber Skorpione haben einen ganz giftigen Stachel, den die letzten Jahre sehr oft rauskatapultiert haben. Und jetzt sagt das Leben dir vorsichtig, der Bumerang kommt zurück. Ja, und wir wollen nicht, dass du zu hart getroffen wirst. Deswegen sollst du ein bisschen vorsichtig sein. Für diese Skorpione, ja, die mit einem Krebs, mit einem Fisch, mit einem Wasserwand was zu tun haben, für diese Skorpione, die mit einem Widder, mit einem Schützen, mit einem Löwen was zu tun haben, diese Skorpione, die mit einem Zwilling, einer Waage, einem Wassermann, ja, was zu tun haben, hier geht es darum, alle Energien sind vertreten, Krebs, Fische, Skorpione, ja, Widder, Schütze, Löwe, Zwilling, Waage, Wassermann, der Stier repräsentiert aber auch die ganze Erdenergie, Jungfrau und Steinbock, okay? Das heißt, wir haben eine Situation nächste Woche, wo du Disziplin, geordnet, ja, dominant sein darfst, selbstsicher sein darfst, aus der Selbstliebe heraus reagieren darfst im Thema Gefühle und Emotionen, ja, lass dich also nicht veräppeln, okay, du darfst aber auch noch einmal zurückblicken und sagen, was habe ich alles schon getan, das heißt, wo ist das Thema mit deinem Vertrauen, worauf vertraust du nicht, ja, oder wem hast du zu viel vertraut? Das Thema Vertrauen wird eine große Sache sein. Vorsichtig mit einem Hinterhalt, ja, vorsichtig, jemand möchte dir das Genick brechen, jemand möchte dir Schaden zufügen, jemand wird ein Geheimnis ausplaudern können. Vorsichtig, dass du nicht diese toxische Energie bist, die anderen eine Falle stellen wird, okay, und dann selber hineinfällst. Wir haben einen Skorpion, den ich extrem mag, ja, ich mag wirklich gerne die Skorpion-Energie. Ich habe Skorpion in der Familie, im Freundeskreis, im Kundenkreis, okay. Aber Skorpion, ich muss dir auch sagen, vorsichtig nächste Woche, weil ein Resultat kann sich geben, ein Resultat kann sich nicht geben. Es steht und fällt, wie sehr du bereit bist, ja, die Vorbereitungszeit auf etwas Bestimmtes anzugehen oder nicht. Leider darf ich dir hier nicht so viel sagen, aus rechtlichen Gründen. Ja, gerade die negativen Sachen, die sehr wichtig wären. Schreib mich dafür an für eine private Legung, für eine zielorientierte Therapie. Notfall-Express-Termine, denk dran, ja. Nur noch bis Dezember brauchst du einen Notfalltermin, dann schreib mich an. Gesundheitlich haben wir hier ein paar Themen. Es gibt auch ein paar Todesfälle, Verluste, ja. Aber etwas ganz Dramatisches ist im Anbruch für Skorpion. Und es ist wichtig, es anzugehen. Nicht, dass etwas Dramatisches passiert, dass wir sagen, du hörst auf zu atmen. Nein. Ja, aber etwas, was dein ganzes Leben verändern könnte, bedarf eine große Entscheidung. P, D, Q, N, B, V und H. Fass die Buchstaben an, Name, Nachname, Kosename, wie auch immer. Okay, Skorpion, und wir schauen einfach mal, was danach in der Woche sein wird, wenn du dich wieder ein bisschen, ja, auf den Flow gebracht hast. Bis dahin, alles Liebe, bye.